Und ich bin für dich da. Die ganze Nacht lang, wenn du willst, Gottlieb. Was Frauen betrifft, habe ich noch nie ein gutes Händchen gehabt. Und woran liegt das? Ich habe nicht den Mut zu sagen, was ich mir denke, was ich fühle. Ich rede gerne um den heißen Brei herum, komme nicht zum Punkt, verliere mich in Geschichten. Aber das ist doch gut. Ich mag das. Von mir aus kannst du gerne damit weitermachen. Ich hätte ehrlich sein müssen. Zu mir oder zu deiner Marie? Ich hätte ihr den Lottoschein sofort geben müssen. Gleich an dem Tag, an dem sie in den See gesprungen ist. Nachdem ich sie mit zu mir genommen habe. Ich hätte es ihr sagen müssen. Du hast sie mit zu dir nach Hause genommen? Ja, nachdem unsere Sachen wieder trocken gewesen waren. 3 oder 4 Stunden sind wir in dem Häuschen am See geblieben. Die Leute waren dort so freundlich und hilfsbereit. Während der Wäschetrockner lief, haben sie uns Tee gekocht und uns etwas zum Essen gemacht. Warum wollte Marie nicht nach Hause? Warum ist sie mit zu dir? Das weiß ich nicht. Sie hat mich nur gebeten, sie in Ruhe zu lassen. Polizei und Rettung nicht zu alarmieren. Völlig hilflos war sie. Geschämt hat sie sich. Kann ich nachvollziehen. Wir haben kaum miteinander gesprochen. Wir wussten beide nicht, was wir sagen sollten. Du hast dir das mit dem Lottoschein also verschwiegen? Ja. Das beruhigt mich. Du hast dich verhalten wie ein normaler Mensch und nicht wie ein Engel. Du hast dieser Frau das Leben gerettet, das muss doch reichen, oder? Du hast ihr ein unbezahlbares Geschenk gemacht. Sie kann froh sein, dass du da warst. Sie war aber nicht froh. Was denn dann? Sie war wütend. Sie wollte das Geschenk nicht, das ich ihr gemacht habe. Dass ich keine Ahnung von ihrem Leben hätte, hat sie gesagt. Trotzdem ist sie nicht weggelaufen. Vielleicht war sie dankbar dafür, dass ich sie aus dem Wasser gezogen habe. Keine Ahnung, warum sie meine Nähe gesucht hat. Weil du ein guter Mensch bist, Gottlieb. Das hat sie anders gesehen. Sie hat mich gefragt, warum ich mich in ihr beschissenes Leben einmische, warum ich sie nicht einfach in Ruhe lasse. Und was hast du gesagt? Dass ich mir geschworen hätte, niemanden mehr sterben zu lassen. Nie wieder. Ich wollte das nie wieder erleben. Was meinst du?